Hi Eva Maria, schön dich zu sehen. Hey, schön, dass du da bist. Ja, vor allen Dingen, weil du all die Jahre immer zu uns nach Mainz gekommen bist. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich mal bei dir sind. Wo sind wir denn hier genau? Wir sind im schönen Städtchen Kaisersesch. Also meine Heimatstadt sozusagen. Und ich weiß nicht, für alle, die es nicht kennen, es liegt zwischen Trier und Koblenz, also in der Nähe vom Nürburgring. Und hast du dein ganzes Leben hier verbracht? Nicht ganz. Also ich bin zwar hier groß geworden und zum Beispiel in die Grundschule gegangen und aufgewachsen, aber fürs Studium musste ich dann raus und dann war ich wirklich eine ganze Zeit lang weg. Und wo warst du überall? Mich hat es erst nach Magdeburg verschlagen. Also ich habe im Fernsehen gesehen, wie die ganzen Designer gearbeitet haben und ich wollte das unbedingt auch machen. Aber ich wusste, das ist halt hier kann ich das gar nicht machen. Ne? Und dann habe ich mich beworben an vielen Hochschulen und bin dann in Magdeburg genommen worden, habe da studiert. Und dann hat es mich nach Ingolstadt verschlagen über ein Praxissemester. Dann ging es nach München, noch mal kurz nach Limburg und jetzt bin ich seit 2017 wieder da. Genau. Und hattest du einen konkreten Anlass, zurückzukommen? Einen konkreten Anlass gab es eigentlich nicht. Also ich wusste, ich wollte mich irgendwann wieder selbstständig machen. Oder was heißt wieder, überhaupt mal selbstständig machen. Aber 2017 kam mir der Gedanke durch eine Freundin, die sich auch selbstständig gemacht hat. Und der hat mich nicht wieder losgelassen. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es jetzt einfach. Ja. Das ist ein Experiment gewesen, was Gott sei Dank geglückt ist. Ja. Und wer sind deine Auftraggeber? Das ist unterschiedlich. Also am Anfang war es so, es waren eher Firmen von weiter weg. Das heißt große Maschinenbaufirmen, teilweise sogar aus der Schweiz oder aus den Niederlanden. Es gibt auch welche, die in Deutschland sitzen. Aber mittlerweile sind es auch wirklich Unternehmen, die hier aus dem Ort kommen. Und das ist natürlich dann besonders schön, wenn man dann irgendwie wieder was zurückkriegt und da auch ein bisschen helfen kann. Mhm. Das sind auch unterschiedliche Kunden. Es hat wirklich alles angefangen mit Industriedesign, ganz klassisch. Aber mittlerweile sind es auch kleine Aufträge wie Grafikdesign oder Logos. Ne? Oder ich male ja auch, also vielleicht auch mal ein Porträt von jemandem malen oder sowas. Und das ist halt schön, dass ich die Firma jetzt auf ein paar Beine stellen konnte. Mhm. Würdest du sagen, deine Kreativität strahlt nach Kaisersesch aus? Ich hoffe es so ein bisschen. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich hoffe es so ein bisschen. Also ich versuche natürlich irgendwo, wo ich kann, wieder was zurückzugeben. Ne? Weil ja, man hat manchmal das Gefühl, alle haben so ein bisschen mitgegründet und fiebern mit, ob das funktioniert. Und mittlerweile ist es so, ich habe eine Designsprechstunde. Das heißt auch, Leute oder Unternehmen, die können einfach Fragen stellen kommen bis zum Thema Design. Weil ich habe manchmal festgestellt, dass sie gar nicht wissen, was der Unterschied zwischen Grafik oder Industriedesign ist zum Beispiel. Und die kommen dann einfach und stellen Fragen. Aber mittlerweile ist es schon ein bisschen so eine Studienberatung geworden, weil es kommen auch Leute, die fragen, ob sie ein Praktikum machen können oder wo sie überhaupt studieren können, was sie studieren können. Weil sie irgendwie in der Zeitung gesehen haben, dass es mich gibt zum Beispiel. Mhm. Und dann halte ich zum Beispiel auch Vorträge manchmal. Das heißt, ich versuche mal die neuesten Trends mitzubringen und hier preiszugeben, damit man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Das ist das typische Klischee, dass das Land so ein bisschen hinterherhängt. Ne? Und mittlerweile bin ich sogar Dozentin an der Grundschule und an der Malschule und versuche auch den kleinen Kindern so ein bisschen Creative Thinking beizubringen. Das macht auch echt Spaß, muss ich echt sagen. Das ist schön, ja. Was ist denn das Beste an Kaisersesch? Was sollten wir Großstädter nicht verpassen? Weißt du was? Kaisersesch ist sogar eine Stadt. Ah. Ja, es ist zwar eine Kleinstadt, aber es ist sogar eine Stadt. Und oh, es gibt so viele schöne Ecken. Ich würde euch am liebsten direkt hier alles zeigen. Natürlich landschaftlich. Dafür ist die Eifel ja bekannt. Das ist ja so Touristengebiet. Ne? Mhm. Wir haben den schönsten Wanderweg Deutschland. Direkt hier ums Eck. Können wir sofort losgehen, wenn du willst. Aber es sind natürlich auch die Menschen. Also die sind alle bodenständig, liebenswert und ja. Also es sind natürlich auch die Menschen, die einen gerne hier hinkommen lassen. Sehr schön, ja. Und was glaubst du, bräuchte es hier noch, um auch für andere Kreative die Region interessant zu machen? Ja, es ist nicht so leicht. Also man muss sich schon darauf einlassen wollen. Ich sag's mal, die Grundstruktur ist da, also Internet, Busverbindung, Autobahn, das gibt's schon alles. Aber man muss sich doch auf das Leben hier einlassen. Wir haben zwar Supermärkte und alles hier ums Eck, aber für die Netzwerktreffen oder um Gleichgesinnte zu treffen, muss man dann doch weit fahren. Also dann geht es dann nach Mainz, zum Descom zum Beispiel, für die Heimspiele oder zum Regionaltreffen geht es nach Frankfurt für die Industriedesigner. Das ist natürlich schon ein ganzes Stück zu fahren. Ne? Obwohl es hier in der Ecke auch viele gibt, aber man weiß leider nicht so viel von den anderen und man weiß nie, wer in der nächsten Scheune alles noch so sitzt. Ah ja, die Vernetzung genau. Fehlt noch ein bisschen.
Denn die gehen halt alle nach draußen. Ich gehe ja auch nach draußen. Also ich fahre zum Beispiel auf die ganzen Messen nach Köln oder nach Frankfurt. Ne? Und man trifft auf einmal da Leute, die auch von hier kommen, wo man aber vorher gar nichts von wusste, weil hier keine Werbung oder sowas gemacht wird. Mhm. So, und das ist jetzt schon die letzte Frage. Was hast du denn für Zukunftspläne? Das ist eine schwierige Frage. Also von einem Jahr hätte ich die noch ganz anders beantwortet. Da hätte ich bestimmt gesagt, ich will noch mehr Leute einstellen oder expandieren. Und mittlerweile durch die Krise muss ich echt sagen, die Firma hat sich gut gehalten. Also dadurch, dass es auch so viele Standbeine gibt, hatte ich nicht so starke Probleme wie andere Leute. Von daher ist es jetzt erstmal so das kleine Ziel, die Firma zu etablieren. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe ein Haus gekauft. Also der Standort bleibt auf jeden Fall, und obwohl ich von überall aus arbeiten könnte. Ja. Weil es viel digital läuft, genau. Aber das Ziel ist, die Firma zu etablieren, aus der Gründungsphase rauszukommen und dann einfach mal schauen, wo es hingeht. Und man freut sich auch immer, wenn man irgendwie Teile von sich selber irgendwo auf der Straße sieht, die man jetzt designt hat zum Beispiel. Das ist immer so ein Moment, wo man denkt, oh, cool, hat sich gelohnt, die ganze Arbeit. Und davon auch mehr Momente zu schaffen, wäre natürlich super. Ja, dann herzlichen Dank. Ja, gerne. Eva Maria, und bis bald.